Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Supplus Unboxing mit eurer Miyuki und meinem ängstlichen Kater Pedro. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich ihn gerade in die Kamera halte, denn ich glaube, er wird auch gleich abhauen. Deswegen hat er hier nur einen kurzen Gastauftritt. So, bleib hier. Er geht, glaube ich, gleich schon wieder weg. Und das wird er auch vielleicht tun. Das wird er mit Sicherheit tun. Ja, also ein neuer Zooplus Haul. Diesmal habe ich wohl bei Zooplus bestellt, weil ich unbedingt neue Streu für den Hamster und die Mäuse bräuchte. Hier ist mal wieder alles mit dabei. Einmal für einen Hamster, für Farbmäuse und für meinen Kater Pedro. Du kannst auch rüberspringen, ja genau. Und ich hoffe, wie gesagt, der erste Zooplus Haul kam gut an und diesmal sind wir hier bei einem Gesamtwert, ich glaube von 50 Euro waren das irgendwie sowas, plus Gutschein. Und ich denke mal, fangen wir mal einfach an. Ich habe, wie gesagt, noch nie so ein großes Paket bekommen. Und ich muss mich hier auch entschuldigen für meine wuschelige Frisur und das Aussehen, außer hier Superhack. Denn momentan sehr stressig, wie schon gesagt, deswegen kommen nicht so viele Videos. Aber ich hoffe trotzdem, es wird euch gefallen. So, jetzt mal das hier noch eben öffnen. Es ist ein sehr großes Paket. Es nimmt hier auch, wie ihr seht, hier all das von meiner Couch ein. Bin ich gespannt, wie geliefert wurde. So. Okay. Alles klar. Ah, es sieht auch schon noch ganz schön viel aus. Ach du Heiliger. Gut. Ich lege die Schere mal eben hier hin. Dann haben wir hier einmal die Rechnung. Und wurde bereits Rücksendung, alles klar, super. Dann haben wir einmal diese coolen Materialschutzdinger. Ich weiß jetzt hier nicht, wie man das dazu sagen kann. Diese Luftpäckchen, die wollte ich unbedingt haben, die waren sehr teuer. Dann fangen wir mal am besten an. Dann haben wir hier einmal. Gott, das ist ganz schön viel. Ich hole es mal so raus. Dann haben wir einmal das Qualitätsheimtierstreu von Gypsy. Ich hoffe, das sieht man in die Kamera, wenn ich das hier einmal hinhalte. So ungefähr. Da muss ich jetzt hier mal aufstellen. So. Hier. Das, was ich in jedem Video erwähne, welches ich für meinen Hamster und auch für die Farbmäuse benutze. Gypsy, super. Insgesamt sind es 4 Pakete. Reicht so ungefähr für, sagen wir mal, 2 Monate. Deswegen, ja. Ach. Ich tue die mal lieber runter, Leute, denn das ist wirklich ganz schön viel. Und ich bin sehr unscharf, das tut mir leid. Dann haben wir hier wieder einmal Gypsy. Opala. Und wieder einmal Gypsy. Und hey, ich werde nicht mehr. Wir haben hier noch einmal Gypsy. Ein Zufall. Da musste der Postbote ganz schön viel schleppen. Gut, fangen wir hier weiter an. Dann haben wir hier einmal, wie schon so oft erwähnt, den Chinchilla. Aua, ich muss nicht mal aufstehen. Den Chinchilla Spezialsand von JR-Farb. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich den von Multifit benutze, Chinchilla Sand, den in dieser Milchtüte, aber ich bin sowas von unzufrieden gewesen. Der war so grobkörnig. Und da viele in den Kommentaren geschrieben haben, dass der JR Farm Spezial Chinchilla Sand super gut sein sollte, habe ich ihn mir da bestellt, auch im Zweierpack. Haben wir jetzt erstmal 2 Kilo für unsere liebe Zelda. Ich bleibe hier auch mal am besten direkt stehen. Wir haben sogar noch mehr. Wir haben nämlich hier noch einmal den Spezial Chinchilla Sand. Da bin ich auch mal wirklich gespannt, ob der so gut ist. Viele schreiben mir nur gute Sachen darüber. Dann haben wir hier auch einmal
die JR-Farm Blütenwiese. Davon habe ich mir ja schon mal, wie schon erwähnt, das kleinere Pack gekauft. Zelda geht ja von sowas von ab. Und schon ein kleinere kostet 2 Euro noch was. Und das ist jetzt, ich glaube, das Doppelte. Das hat auch 2 Euro und noch was, also ein paar Cent mehr gekostet. Dann habe ich das natürlich genommen. Super, sind große Blütenstücke drin. Deswegen heißt es ja auch Blütenwiese und wird sehr gerne von meinem Hamster angenommen. An die Mäuse werden wir das auch verfüttern. Bin mal gespannt. Riecht auch schon super gut, super frisch. Auch hier drunter. Heiliger, haben wir viel eingekauft. Dann haben wir hier, fange ich auch mal direkt an die Cracker. Das sind die Grainless Farmies von JR Farm, wieder mal ohne Getreide oder jegliche Zusätze. Diese Knabberstangen habe ich schon einmal verfüttert und zwar in einer anderen Geschmackssorte. Das ist jetzt Sonnenblume Kamille, wie man das jetzt hier so sehen kann. Jetzt kann man es sehen. Zelda hat die so zernagt und sowas von abgöttisch verfressen, im wahrsten Sinn des Wortes. Habe ich mir gedacht, bestelle ich die nochmal. Bei unserem Zoofachhandel gibt es die nämlich leider nicht. Langsam kommt mein Pedro hier und guckt sich die Sachen an und mein Handy ging. Aber nun ja, Doppelpack war auch wieder nicht zu teuer, kann ich jedem nur empfehlen. Ist natürlich besser für Kaninchen und Meerschweinchen oder andere Nager, weil mein Hamster hat nur Spaß dran, die zu zerstören. Also die frisst jetzt nicht so viel davon, aber die braucht halt was zum Abnutzen der Zähne. Dann haben wir hier auch, wie gesagt, im Zweierpack, da wird es auch schon monatelang was von haben, weil ein Hamster, der braucht ja dafür ein bisschen länger, obwohl Zelda ist ein besonderer Hamster, die schafft das auch in ein paar Stunden kaputt zu machen. So, jetzt haben wir wieder was anderes. Das sind die Knabberähren von JR Farm, ja. Ich bin ein sehr bevorzugte JR Farm Kauferin. Eigentlich sagen viele dazu Junior Farm, JR Farm, ich sage dazu JR Farm. Das sind die Knabberähren, Nibbleairs, sehr beliebt von Zelda. Sie hat die auch mal damals gekriegt, aber nur in grün, glaube ich. Ja, ich verfüttere auch Kohlhirse oder Hirse oder wie das sich nennt. Das kann man sich auch in der Vogelabteilung holen. Werde ich auch machen, aber das gehört hier auch zu ihrem täglichen Speiseplan. Und da suchen sich die Hamster halt die einzelnen Körner aus diesen Ähren raus. Sehr gut zur Beschäftigung. Mein Gott, das hört ja nicht auf. Was habe ich hier bestellt? Dann haben wir hier noch auch wieder von JR Farm. Leute, das kann doch nicht sein. Da haben wir hier eine Kabockschote. Die haben wir für die Mäuse gekauft. Und zwar ist das ja hier ganz natürliches Nistmaterial. Das soll wohl sehr beliebt sein, hat auch nur positive Bewertungen, deswegen wollten wir das mal ausprobieren. Ist biologisches Nistmaterial, also nicht sowas wie die Hamsterwatte oder so. Falls jetzt jemand in die Kommentare schreibt, ja, Hamsterwatte ist nicht so gut und ich hoffe, mein Handy geht jetzt nicht weiterhin und kann ja verschlucken und sonstiges, aber hier kann das nicht passieren, weil das ja Faser, Naturfaserstoff ist. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere Hamster- oder Mäusebesitzer unter euch. Schreibt es in den Kommentaren, also wir probieren es jetzt mal aus. Und ja. Dann kommen wir jetzt noch zu den Katzensachen. Für meinen Kater habe ich ja auch die bestellt. Der sitzt da jetzt hinten, weil er ja so mega Angsthase ist. Dann haben wir hier einmal eine neue Streuschaufel für die Katzentoilette. Auch 99 Cent ist gar nicht zu meckern. Unsere alte, die war schon zu verklumpt. Und man kennt das ja, also ich glaube, jeder Katzenbesitzer wird in seinem Leben schon einiges an Streuschaufeln benutzt haben. Und für 99 Cent kann man immer mal wieder einkaufen. Warum 3-4 Euro für so eine ausgeben, ne? Super, freuen wir uns auch drüber. Und dann haben wir natürlich hier diesmal aber in einem anderen Pack, das habe ich ja schon im anderen Haul gesagt, das sind einmal hier von Felix 24 Beutel, so gut wie es aussieht, doppelt lecker. Viele schreiben ja, also da haben eine Bewertung gegeben, dass die Katzen aufgrund des neuen Kartons das Futter nicht mehr fressen. Also man kann sagen, was man will, Katzen können wirklich verwöhnte Tierchen sein. Aber gut, Pedro frisst es immer noch, er frisst es auch unheimlich gerne. Der Vorrat reicht hier ungefähr für einen Monat aus
Also auch schon jeden Monat einmal neu kaufen. Oder man nimmt die 12er Box. Aber da gab es ja auch mal die 44er Box. Die war aber leider nicht mehr erhältlich, soweit ich es gesehen habe. Deswegen haben wir die 24er genommen. Und zum guten Schluss, was ich ja so, ich muss mal hier, was ich ja so oft erwähnt habe, war einmal hier das Boogie Wonderland, Boogieville, ja, ich hab's heute mit den Namen, sorry Leute. Das ist von Kali Wonderland, das war auch mein erstes Laufrad. Viele schrieben im ersten Video von Zelda, ja, das musst du mit Klarlack lackieren, habe ich nicht gemacht. Es ist nach einer Zeit leider verendet, dank des Urins und Koti, der Hamster hier abgesetzt hat, weil ich es halt nicht lackiert habe. Diesmal wird es lackiert, denn wie ihr hört, es ist super leise. Jetzt kratzt nur ein bisschen hier am Karton. Ich hole es mal eben raus. Aber ich habe ja das Wooden Tree von Rodiped gekauft, leider verkauft. Rodiped ist wirklich gut, aber da war wohl ein Produktfehler oder so und jetzt habe ich das schon so lange. Deswegen kann ich das wohl nicht auch zurückgeben. Und das ist, wie gesagt, so leise, sind auch 20 cm, falls jemand rummeckert, das wäre zu klein. 20 cm für einen Zwerghamster und ihr hört, es ist super leise. Man hört absolut gar Ja, da nichts. guckst du, ne? So viele neue Sachen, Pedro. Und in die Aufnahme traust du dich nicht. Nur im Nachhinein. So, Leute. Das war jetzt hier der gesamte Haul. Und ich bin jetzt auf was draufgetreten. Super. Das war der gesamte Haul. Hier nochmal deutlich gezeigt. Das war der gesamte Bestellwert. Ich würde mich wieder über Kommentare freuen. Rezensionen, ob ihr einige der Produkte kennt und wie ihr die findet, ob die gut oder eure Erfahrungen eher schlecht sind. Ich sag dann mal, wir sehen uns im nächsten Haul wieder. Zelda kann ich leider nicht zeigen, sie ist gerade am Schlafen und das berücksichtige ich auch. Und nochmal vielen Dank an über die 1000 Abonnenten, die ich mittlerweile bekommen habe. Ihr seid wirklich klasse und ich finde es super, dass meine Videos so viele positive Rückmeldungen bekommen. Und ich hoffe, Pedro guckt jetzt in die Kamera. Und der sagt dann mal, bis zum nächsten Mal. Geh mit der Kamera weg. Ah. Riecht gut.